Das wechselhafte Wetter hat den Sommer zu einem erfolgreichen Jahr für Schwammerlsucher gemacht. Wer genau schaut, der findet, wenn er Glück hat oder die wirklich guten Plätze kennt, sogar Steinpilze. Im Krumbacher Hof in der buckligen Welt gibt's dazu noch hausgemachte Nudeln und einen rosa gebratenen Rehrücken. Es ist ein herrlicher Ausblick, den man von der Aussichtswarte auf dem Hutwisch, der höchsten Erhebung der buckligen Welt mit knapp 900 Metern, genießen kann. Wer aber Schwammerl sucht, der muss schon am Boden bleiben. Und so verbindet man hier gerne eine Mountainbike-Tour mit der Suche nach feinen Pilzen. Hallo. Hallo, grüß dich. Servus. Servus. Super sportlich unterwegs, großartiger Gegend euer zum Mountainbiken. Aber super ist, wenn man Mountainbiken kann und auch noch was zum Essen findet. Ja, ich war am Hutwisch oben, ja. Und beim Zurück-Oberfahren bin ich ein bisschen langsamer gefahren und da habe ich Champis gefunden. Die sind super. Ja. Machen wir da was zum Essen draus? Da machen wir was draus. Was Feines. Ja. Super, gehen wir, komm. Gehen wir. Eine Steinpilzsoße soll es heute geben. Dafür schwitzen wir Zwiebel an und schneiden die Steinpilze blättrig. Der eine schneller, ich doch eindeutig langsamer. Beim Wettschneiden habe ich keine Chance gegen dich. Dann kommen die Steinpilze in die Pfanne und alles wird ordentlich durchgeschwenkt. Ich wäre Schwenkmeister. So, jetzt geht es einmal ans Ablöschen. Jetzt dann anlöschen, dass die Soße dann eine schöne Säure hat. Ja. Mit einem Grün mit Lina. Ja, wunderbar. Hinein. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zum Schluss noch Obers dazu. Und schon ist die Steinpilzsoße fertig. Sehr, sehr gut. Gut. Aus Mehl, Eiern, Salz und Öl besteht der Nudelteig, der dann durch die Nudelmaschine gedrückt wird. Wir haben aber ja noch das Fleisch. Genau, das müssen wir jetzt noch würzen. Ja, Salz nicht, Pfeffern, Pfeffern, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Rosmarin, und das dann anbraten. Und nachdem das Fleisch dann für etwa 20 Minuten bei rund 150 Grad im Backrohr war, ist es fertig. So, schön. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr. Schmecken. Dankeschön. Dann kosten wir jetzt, was wir zusammen gebracht haben. Ja, gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Soweit die aktuellen Informationen aus Niederösterreich. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.